Sonnele, moin moin und herzlich willkommen hier und zu einem neuen, schönen, ruhigen, entspannenden Angezockt. Und zwar von Eden Crafters. Was ist das? Ich würde jetzt mal spontan sagen, eine Mischung aus Satisfactory und Planet Crafter, ja. Sprich, wir müssen hier automatische Straßen aufbauen und den Planeten terraformen. Mal gucken, was draus wird. Das hier ist die Demo. Wir haben ja gerade Demo-Woche, ne? Und gucken uns ganz, ganz viele verschiedene Spiele an. Wenn es gut ist, machen wir auch ein LP draus, wenn das Spiel dann ganz rauskommt. So, im Inventar des Raumschiffes befinden sich Materialien. Übertragen Sie diese in Ihr eigenes Inventar, indem Sie mit Tab zugreifen können. Dann zeig mal. Muss ich das jetzt alles einzeln hier runterholen oder kann ich Rechtsklick drauf? Mit Rechtsklick tue ich schon mal teilen, das ist gut. Ein Linksklick habe ich sie alle. Exit. Perfekt. So, Ihr Raumschiff verfügt über keine Energiezellen mehr, aber Sie können im Cockpit weiterhin Luft tanken. Luft tanken. War das Luft? Ja, meine Luft geht raus. So. Wenn ich mich reinsetze, zip voll. Fahrzeug verlassen. Okay, alles klar. Drücken Sie 1, um Ihr Multitool auszurüsten und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Um Ressourcen in der Nähe zu farmen, finden Sie Eisenerz. Das kommt mir doch sehr bekannt vor, oder? Das kommt mir sehr bekannt vor. Planet Crafter lässt grüßen. Und direkt vom Boden aus extrahieren Sie Felsblöcke mit Ihrem Multitool. Okay, gib her. Ah, guck mal hier. Ah, guck mal. Das ist schon anders als Planet Crafter. Ich kann den Planeten hier terraformen. Okay. Neues Ziel, Ihre erste Basis. Bauen Sie einen Wohnraum. Zuerst müssen Sie Ihre Basis aufbauen. In den Wohnräumen wird Ihr Sauerstoff aufgefüllt und Sie können Ihre Ausrüstung unterbringen. Okay. So, wie machen wir das? Mit Q. Wohnraum. Okay. Aha, Zement. Wir haben kein Zement für Dingens, ne? Oh, luftvoll. Ah, hat man sich sehr inspirieren lassen. Es ist ein bisschen anders, aber man hat sich sehr inspirieren lassen. An einen Arbeitstisch in ihrer Basis. Okay, wo ist der Arbeitstisch? Das dürfte der hier sein, ne? Genau. Können wir den hinstellen, direkt hier so an die Wand. Gefällt mir. Ihr Wohnraum benötigt eine Schalttafel, um weitere Geräte zu unterstützen. Stellen Sie all die notwendigen Teile her. Arbeitstisch, was brauchen wir denn für eine Schalttafel hier? Das wüsste? Sehe ich das hier irgendwo? Silizium, Zement, okay, Kupferplatte, Kabel. Was brauche ich denn für eine Schalttafel hier? Wo ist die überhaupt? Kann ich hier suchen? Kasten, Schreibtisch, Tisch. So, Zaun. Wo ist die Schalttafel hier? Gelbe Streifen auf jeden Fall. Ganz viel verschiedenes Glas. So. Unerheblich. Aha. Base, Möbel, Stiftungen. Also können hier richtige Häuser bauen anscheinend, ne? Möbel. Sag mir mal, wo die Schalttafel ist. Tür, Telefonzentrale, Wand. Telefonzentrale. Meint ihr vielleicht das hier? Schätze ich mal. Zwei Kabel, ein Zement. Wir machen das mal. Mal gucken. So. Habe ich den jetzt? Habe ich. Kabel brauchen wir Kupferbarren für. Wir haben Kupfererz. Da ist Kupferbarren. So. Das heißt, wir brauchen mehr Kupfer. Das hier. Dankeschön. Gucken wir mal. Also das ist, das zum Beispiel gefällt mir sehr gut, weil ich halt, Planet Crafter auch ganz viel gespielt habe und da gut mich jetzt zurechtfinde hier. Da ist ein großes Erz, da können wir bestimmt später so ein Ding drauf bauen, dass der das automatisch abbaut. Wetten wir? Nur die Frage, haben wir das dann gut gemacht hier? Lalalala. Aber weit können wir ja eh nicht im Moment. So, gucken wir mal. Danke. Das Sound. So. Telefonzentrale. Ich hau die jetzt hier rein. Okay. So. Neues Handwerksrezept. Sauerstoffkapsel. Also das war's dann wohl hier. Warning. Warning. Jetzt müssen wir natürlich unsere Wohneinheiten hier erweitern. Das ist definitiv zu klein. 5 Zement brauchen wir. Okay. Dann. 1, 2. Was brauchen wir dafür nochmal? Felsen. Die werden wir ja wohl irgendwo finden. Da können wir hier direkt terraformen und alles gerade machen. Guck, da finden wir ja mehr als genug.
Fertig, Ihre erste Basis. Sehr gut. Erstellen Sie komplexere Objekte. Bevor Sie fortschrittlichere Maschinen erstellen können, benötigen Sie neue Ausrüstung. Das ist ja super. So, ich habe die Musik sehr leise gemacht, aber irgendwie ist die Musik komplett weg hier. Bin ich aber nicht traurig drum, weil ist immer besser. So, sonst hast du direkt wieder irgendeinen Copyright-Claim. Man kennt das ja heutzutage, ne? Kann ich das von hier aus auch da dran machen? Kann ich. Zack. Tada, sehr gut. So, was hier? Nicht genug davon, Zement. Ah, ich kann das da anbauen, okay. Bauen, um einen, was? Pflanzenzüchter in ihrer Basis zu platzieren. Dieses ist die Nachhaltigkeit unerlässlich, okay. Wo ist denn ein Mülleimer? Da ist der Pflanzenzüchter. Der braucht 2 Quarz. Okay. Kann ich den hier so hinstellen? Da müssen wir mal Quarz suchen gehen. Interessant. Was ist das? Eisenerz. Mir gerade egal. Da hinten, das könnte Quarz sein. Schauen wir mal. Muss ja alles in der Nähe sein hier. Jo. Also war echt 1:1 Planet Crafter jetzt am Anfang hier. Nur halt mit einer etwas anderen, mehr in Realismus, in Richtung Realismus gehenden Grafik, ne? Gucken wir mal, war das jetzt nur der eine oder brauchten wir 2? Nein, müsste reichen. Kann ich ihn auch drehen mit R oder so? Kann ich. Sehr gut, da möchte ich die nämlich so da dran drehen. So. Bitteschön. Gebaut. Um Ressourcen schneller zu sammeln, suchen Sie ein großes Eisenvorkommen und platzieren Sie einen Bergmann in der Nähe. Ah, der Bergmann ist bestimmt das hier, ne? 3 Eisenplatten, 2 Zement. Ja, nice. Also man sieht's. Wenn man die anderen Spiele spielt, ne, wie Planet Crafter und Co., dann geht das relativ schnell. Das geht einem hier von selbst von der Hand. Bin mal gespannt. So. Zack, zack, zack. Was ist das? Kobalt. Das ist Stein. Nee. Kobalt, Kobalt. Das hier ist Eisen, ne? Große Eisenlagerstätte. You need a more powerful tool. Okay. So, gucken wir mal. Ob das reicht. Wie viele Eisenplatten brauchten wir? 2, ne? Fehlt wieder genau einer, ne? Oder sogar noch mehr. Wir brauchen 3 Platten. Wir haben einen Barren. Und 2 Barren, das heißt, wir brauchen noch 3 Barren brauchen wir noch. 3 mal 2 sind 6. Einen haben wir, also wir brauchen noch 5 Eisenerz. Uiuiui. Aber eine Menge, du. 1, 2. Ei. Hallo. 4. So. 5. Yeah, sehr gut. Oh, das gefällt mir. Da könnte schon was draus werden. So ein schönes, schönes LP oder so. Mal schauen. Passt der genau in unser Beuteschema hier mit Survival und so weiter. Auf dem Kanal. So. Wenn du übrigens auch mal andere Sachen sehen möchtest, kann ich dir den Ederak-Kanal empfehlen. Das ist auch meiner, / unserer hier. Da tun wir halt ganz viele Simulationen spielen, wie Path of Frontier, vor allem Prison Architect, ganz viel. So, also wer auf sowas steht, kann auch mal vorbeischauen. Bitteschön. Bau eine Montagebank, damit können Sie fortschrittliche Teile, Maschinen und Gegenstände herstellen. Dann will ich aber erstmal jetzt die Base noch was größer machen. Dafür brauchen wir wieder Eisenplatten. Also wir brauchen 2 Eisenplatten und 10 Zement. So. Wie wir jetzt wissen, ist Zement kein Problem. Dankeschön. So. Lalalala. Zement machen. Alles zu Zement. Jetzt haben wir 9. Wenn ich noch 2 Module bauen will, brauche ich 10. Schön. Ich hätte aber gerne ein bisschen Musik hier. Warum ist die weg? Geht gar nichts mehr, du. Das ist Kobalt, das ist Kupfer. Eisen kriegen wir jetzt hinten raus, ich Experte. Brauche ich doch gar nicht suchen gehen. Ich kann einfach mal gucken, wie viel der gesammelt hat. So, einmal leer machen hier.
Das gefällt mir, dass wir das alles so auseinandernehmen können. Finde ich cool. Und zeig mal, wie viel du da drin hast. Ja, der macht auch noch überhaupt kein Geräusch hier irgendwie. 23, alles klar. Da müssen wir mal gucken. Man merkt halt, es ist Demo. Es ist noch, glaube ich, hier Alpha, ne? Also da kann sich noch einiges tun. Aber bisher ist es schon ganz gut. Muss man sagen. Mit Rechtsklick kann ich das pinnen, ich Experte. Mal gucken, wie oft das schon in den Kommentaren steht. Garantiert. So. Da. Und da. Oh, echt jetzt? Ja. Komme ich auch raus? Nein. Brauchen wir aber auch nicht. So. Eine Montagebank. Was brauchen wir dafür? La 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 la. Holztisch? Rezepte? Mit Kuh, ne? Hier. Oh, eine Windkraftanlage. Aha. Da ist die Montagebank. Ich pinne mal an. So, zwei Eisenplatten. Die haben wir schnell. Habe ich. Was ist denn Gang? Braucht Eisenstangen. Okay. Brauchen wir zwei Stück. Das heißt, sechse brauchen wir. Kommen wir aber schnell. Gehen wir so ein bisschen Eisen holen. Kupfer brauchen wir auch für die Kabel. Mensch. Machen wir schneller Eisen hier. Und Quarz brauchen wir, glaube ich, noch, ne? Eisen, Eisen. Da ist Kupfer. Sehr gut. Ist echt ruhig hier. Da oben ist noch Kupfer. Ich sammle mal vier Stück. Und da oben auch was sehen können? Schon sehr trostlos hier, ne? Ich hoffe, das wird schneller grün und so weiter. So, sowas fehlt mir noch, wie bei Planet Crafter. Irgendwie Schalltafeln, wo du siehst, wie weit du bist. Im Terraforming und so. Da ist noch was Quarz. So, da hinten ist Quarz. Hier der Planet. Schön. Schön, schön, schön. So. Da, 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 da. Wieso verbrauche ich Energie, wenn ich renne? Ist ja mal lustig. Sehr interessant. So, jetzt aber. Muss ich hier gucken. Dafür brauchen wir noch Eisenstangen. Die brauchen wieder Eisenbarren. Die können wir mal alle machen hier. Kann ich das auch irgendwie fest pinnen, dass der automatisch alle macht? Oder nicht? Jetzt nicht mehr. Wo haben wir die? Brauchen Kupferbarren. Nochmal zwei Barren. Oh, brauchen wir nochmal vier Kupfer. Wie immer, irgendwas fehlt immer. Da hinten ist das ganze Quarz. Oh, es wird dunkel. Da kommen die Sterne. Sowas warte ich immer. Ich liebe das. Wird das schön. Ah. Erz 3, ne? Kupfererz 3. Jo, ich brauche einen vierten. Da hinten. Es wird dunkel. Haben wir irgendwie Licht oder so hier? Ah, mit F. F immer für Flashlight, ne? Sieht schön aus. Oh, guck mal da. Planet, 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 Sterne. Geil. Ich liebe das. Ich liebe das. Cooles Spiel. Gefällt mir jetzt schon. So, das Kabel. Und jetzt hätte ich gerne die Montagebank. Wo war die? Zack, zack, zack. Hier. Das ist die Montagebank. Kann ich die hier so dran stellen? Kann ich, dann mache ich das mal. Tada! Neues Baurezept. Etikett. Eisenbalken. Außentreppe. Mhm, was noch? Container Version 1. Interessant. Fortgeschrittener Bergmann. Das ist lustig. Ich nenne die Dinger jetzt mal meiner, ja? Also Bergmann hört sich bescheuert an. Plattform. Okay. Wasserpumpe.
Jetzt kommen die ganzen Rezepte. Weil müssen wir mal was essen, glaube ich. Leiterplatte, Pflanzenzüchter, was ist denn hier drin? Bio ist hier drin. Ein Rotor. Okay, interessant. Interessant. So, neues Ziel, Automatisierung. Antrieb für fortschrittliche Maschinen. Fortgeschrittenere Maschinen benötigen viel Strom. Jede Energiequelle, beispielsweise eine Windkraftanlage, wird automatisch an ein lokales Netzwerk angeschlossen, das Maschinen in der Nähe mit Strom versorgt. Das gefällt mir schon mal sehr, dass wir nicht alles selber anknipseln müssen. So, bauen wir eine Windkraftanlage. Machen wir den hier. Okay, wir brauchen viel Eisen. Viel Eisen. Wir holen das mal da raus. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen. So, 30, dann ist das Ding voll. Da haben wir noch ein paar auf Lager hier. La 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 la. Ja, damit. Machen wir erstmal die Eisenplatten. Und dann machen wir die Stangen. 2, 3, 4, 5. Fertig. So, zack, zack. Wo war sie? Was ist das hier? Etikett sendet ein Signal, das sie auf ihrer Karte und ihrem Kompass verfolgen können. Etikett, ne? Mhm. Alles klar. Alter, was ist das denn für ein Windrad? Er hat ja gesagt, in der Nähe. Kann ich das hier so hinstellen? Ein lokales Stromnetz verbindet alle nahegelegenen Energiequellen mit Maschinen, die Strom benötigen. Okay. Sehr gut. Also, unser Windrad. Juhu! Zusammenzuführen wird Automatisierung notwendig sein. Erstellen Sie einen Advanced Miner. Okay, also einen Advanced Miner bauen. Gucken wir mal. Das sieht schon geil aus, ey. Ah, ich bin wieder voll im Fieber. Bin wieder voll im Fieber. So, das war die Sauerstoffkapsel. Verbrauchsgegenstand bei Verwendung stellt es die Sauerstoffanzeige wieder her. Okay. Wo ist der Advanced Miner? Fortgeschrittener Bergmann ist das, ne? Ja. Den hier. Bitte anpinnen. So, Zement haben wir schon und mal wieder Eisen und Gang, ne? Machen wir mal alle Schrauben hier. Alles zu Schraubis. Reicht nicht. Müssen wir wieder Eisen holen gehen. Alles nur Eisen, ne? Das ist schon krass. Aber wir kriegen das hin, Leute. Du merkst das, ne? Ich bin hier voll im Fieber. Gehe so... Aber sowas macht Spaß. Das ist genau mein Ding. Von null anfangen mit nichts und alles aufbauen. Und vor allem kennen wir uns hier schon so richtig, richtig gut aus, weil wir halt schon Ahnung von Planet Crafter haben. Ne? Eine Essensbox, okay, können wir auch verbrauchen. Da direkt beide genommen. Na toll. 2 von 3. Fertig, jetzt brauchen wir hier 6. Hier weiter, das wird nicht reichen. Nein, wir sind gleich schon fertig. Von dem fortgeschrittenen Miner. Nice. Da merkt man wieder, Google Translator. Alles schön, ne? 1:1 übersetzt mit Google Translator. Ist echt lustig. Ich meine, die werden immer besser, aber manchmal kommen auch echt lustige Sachen bei raus. Der Bergmann, ein automatischer Bergmann. Das ist schon lustig. So. Stellen Sie einen Advanced Miner. Hab ich doch. Hier ist er. Kann ich den jetzt da draufstellen oder was? Kann ich den kleinen dafür abbauen oder tut er den aufwerten oder so? So. Ich hoffe, das ist richtig. Ich weiß nicht, wo vorne, wo hinten ist. Okay, das war nicht gut. Verbinden Sie den Advanced Miner über ein Förderband mit einer Schmiede. Mhm. Das heißt, wir müssen eine Schmiede bauen. Hier ist die Schmiede. So. Die Frage ist, wo setzen wir die jetzt hin? Kann ich auch irgendwie abbauen? Mit X, okay. Warte, ich will mal gucken, ob wir die... Nehmen wir den kleinen hier, ja? So. Kriege ich die Ressourcen dann wieder? Kriege ich 3 Eisenplatten. Und hier kriege ich auch alles wieder. Okay, dann kann ich mit der neuen den jetzt nochmal neu bauen. Setzen wir ihn mal so, dass er ordentlich steht. Das ist ja schon mal gut. So, die Schmiede braucht Eisenplatten und Zement. Okay. Ist hier auch was drin? Da, 12. Das heißt, wir können noch ein paar Eisenplatten machen. Zement ist kein Problem hier. Weg mit dem Zeug. Warnung, Sauerstoffmangel. Ich flitze.
Bzzzt. Sehr gut. So. Ach, voll geil. Voll geil. Das macht Spaß. So. Schwuppdiwupp. Was ich auch noch sagen kann, ja, wenn du bis hierhin geschaut hast, erstmal darfst du gerne einen Daumen hoch da lassen. So, und dann kann ich dir ja schon mal sagen, warte, wo geht's rein, wo geht's raus? Bitte dreh dich. So, da geht's rein, da geht's raus. Ne? Genau. Also das hier ist dann 1:1 Satisfactory. So, und um darauf zurückzukommen, Satisfactory, da kommt ja auch bald die 1.0. Da möchte ich auch wieder was machen, aber das sind dann so lange, aufwendige Spiele. Da mache ich kein LP von, ja? Wir tun ja montags, mittwochs, freitags immer hier streamen auf YouTube. 7 Days to Die, ne? Erstmal deine Meinung, sollen wir da zwischendurch auch mal was anderes streamen? Und dann möchte ich noch andere Sachen streamen. Die werde ich dann wieder auf Twitch streamen. Das ist dann immer so nebenher. Also, wenn du möchtest, kannst du da gerne einen Follow da lassen. Link ist in der Beschreibung vom Video. Dann siehst du da immer, wenn da was los ist, ne? Und dann können wir da viele, viele schöne Sachen machen. Da möchte ich unter anderem auch halt die ganzen Aufbausimulationen und so weiter mal streamen und dann halt immer portioniert schön auf dem Ederak-Kanal hochladen. Das heißt, du kannst sie dir dann live anschauen oder einfach als Video auf dem Ederak-Kanal. So. Haben wir dann auch abgefrühstückt, ne? Ich weiß, ich bombardiere dich hier mit lauter Kanälen und Sachen, die ich machen möchte. Aber das ist ja nicht schlimm, das ist ja alles immer nur optional. Du selbst musst entscheiden, ob du das dann schauen möchtest oder nicht. Kling, 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 kling. Ist schon lustig. Ich glaube, der... Was heißt ich glaube? Der Sound wird mir auf Dauer auf den Sack gehen. Kann ich jetzt schon sagen, ne? Aber... Das hier gefällt mir halt. Das hier gefällt mir. Satisfactory lässt grüßen. Fertig. Automatisierung. Mann, sind wir gut. Sehr schön. Neues Ziel, Terraforming. Verwandle den Planeten. Die Atmosphäre enthält einen sehr geringen Anteil an Sauerstoff. Führen Sie Vegetation ein, um eine nachhaltige Sauerstoffquelle zu schaffen. Machen wir gerne. Oh, mit rechts geht's auch. Okay. Aha. Bibibibiu. So, verwenden Sie das Menü Bauen, um eine Wasserpumpe zu erstellen. Es muss an der Küste platziert werden. Machen wir gleich. Kurz Wasserpumpe, Wasserpumpe, Wasserpumpe. Wo ist die denn? Jetzt schon im... Da ist sie. Zack, was braucht die? Natürlich, Rotoren. Wie stellen wir die denn her? Die stelle ich, glaube ich, hier her, ne? Oder? Jo. Braucht Kabel und Gummiriemen, okay. Wo kriegen wir denn Gummiriemen her, wenn ich fragen darf? Können wir die hier machen? Gummiriemen können wir hier machen, aus Gummi. Und für Gummi brauchen wir Bio. Was haben wir hier drin, ne? Aha! Siehst du mal. Machen wir doch mal. Guck mal, das dauert schon länger. Das geht nicht mal eben so schnell nebenher. Fenster! So. Rotor. Braucht Kabel. Okay. Und Gummiriemen, ja. Wir müssen eh noch einen Gummiriemen machen. Dann holen wir gerade den Zement. So, Eisenplatte haben wir auch. Fehlen nur die Rotoren. Dafür müssen wir auch noch ein bisschen Bio warten. Und Kabel. Wir brauchen 4 Kupfer. Gehen wir gerade das Kupfer suchen. Währenddessen kann das Biozeug da wachsen. Nehmen wir mal an, wenn es dann hier Vegetation gibt, dann können wir auch mehr sammeln. Und es geht schneller. Guck mal, da hinten ist noch ein großer. Was ist das denn für ein großer, wenn ich fragen darf? Kobalt. Hier ist Kupfer. 1. Nein. 2. Was lebt hier im Wasser? Ich meine, hier gibt es wenigstens schon Wasser. 3. Da hinten.
Hier. Da nein. Aber hier hinten könnte noch was sein. Guck da. 5. 6. Lass mich raten. Das ist ein großes Kupfervorkommen. Nö, das ist einfach Felsen. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein großes Kupfervorkommen. 7, Sauerstoffmangel habe ich doch hier, ne? Genau. So, zack. 8. Sehr schön. Tja. Unsere kleine Space Farm. Irgendwo im Nirgendwo im Universum. Sehr schön. Ich finde es nur immer ein bisschen komisch, dass die Leute hier immer alleine stranden, ne? Wenn du alleine mit deinem Raumschiff hier strandest, das ist garantiert irgendein riesengroßes Raumschiff mit hunderten von Leuten, die anfangen hier zu terraformen. So, haben wir schon wieder was? Zeig mal. 1, 2. So, noch ein Gummi. Ist doch. Sehr gut. Oho, wir brauchen noch einen Rotor. Der braucht wieder 2 Kabel. Da-dum. Nochmal 8 Stück sammeln. Ja, dauert ein bisschen, ne? Aber so ist das. 1, können wir da hinten mal gucken, da waren wir noch nicht. 2, da ist der dritte. Obald, nein. Was klebt da oben? Oh, guck mal hier. Hier, große Eisenlagerstätte. 5, was haben wir hier? Felsen, nix, ne? Nee. Ah, kann man einfach durchlaufen, okay. Okay, okay. Interessant. 6. 7. Also das ist definitiv was für mich, wenn es dann ganz rauskommt. Und 8. Was ist das? Was kommt da? Okay, was ist das? Sauerstoffmangel. Eisenlagerstätte, das ist dann Quarz. Ach du Scheiße. Das sieht mir nicht aus, als wäre das gut. Muss an der Küste platziert werden. Mache ich. Kein Problem. Warnung, gefährliche Welle erkannt. Ja, toll. Super. Was machen wir jetzt? Ich gehe in meine Hütte. Da passiert mir garantiert nichts. So, da hat jemand zu viel Interstellar geguckt, glaube ich. Wer es kennt. Mach mal den hier. Musik. Dramatisch. Wollen wir den noch bauen? Muss ja ans Wasser gebaut werden. Mach mal so dahin. Wasserrohr. Aber nicht jetzt. Wir brauchen kein Wasserrohr mehr. Was wir jetzt brauchen. Ach du. Hä? Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Warum sehe ich mich jetzt so? Ach, ich kann gar nichts machen. Ja, okay. Das nenne ich mal ein Tsunami, wa? Mach's gut, Bessie. Ich würde sagen, wir sind weg. Soll das jetzt das Ende der Demo sein, oder was? Junge. Wie krass. Das ist mal ein Wellenbad. Holy moly. Und jetzt? Ah ja. You reached the end of this demo, but you can still try to go a bit further and prepare your escape from this planet. You need to build some nuclear energy cell to be able to travel a long distance with your spaceship. Aha.
First try to locate some sulfur to create some more basic vehicle energy cell, then you'll be able to explore more to search for uranium. To discover and terraform some other very different planets, wishlist the full game Eden Crafters. Das ist nämlich auch was Neues hier von dem Spiel. Du kannst dich entscheiden zwischen verschiedenen Planeten, wenn ich das richtig gesehen habe. So, verwenden Sie das Menü Bauen, um ein Baumgewächshaus zu erstellen. Wollen wir das jetzt machen? Wollen wir das jetzt machen? Nein, ich bin jetzt mal fies. Das war die Angezockt-Demo. Wenn du mehr sehen willst, sehen wir uns dann im Prolog weiter. Oder vielleicht machen wir das ja sogar dann auch auf Twitch. Wer weiß, mal schauen. In diesem Sinne, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.